Frisch zurück aus dem Westfalenstadion in Dortmund. Ich habe mir Dortmund gegen PSV Eindhoven angeguckt. Damit wisst ihr, warum meine Stimme vielleicht ein bisschen komisch klingt, denn ich stand auf der Südtribüne und jetzt muss ich umswitchen im Kopf. Es geht weiter mit unserem HSV, nur der HSV in diesem wunderschönen Let's Play hier bei We Are Football 2024. Wir starten in die zweite Folge und trotz alledem, beziehungsweise auf jeden Fall, ist es an der Zeit, ganz herzlich Dankeschön zu sagen. Ihr habt die erste Folge relativ krass gesuchtet und ich bin sehr, sehr froh, dass das so gut angenommen wird. Letzten Endes habt ihr hier auch die Wahl getroffen mit dem HSV. Freue mich, mit euch in die zweite Folge einzusteigen und darf an der Stelle nochmal zwei Dinge sagen. Erstens, gerne den Abo-Knopf drücken, wenn ihr möchtet und das noch nicht getan habt. Davon aber an der Stelle genug. Viel, viel wichtiger. Wir spielen dieses Spiel gemeinsam. Fällt euch was auf? Mache ich was zu wenig? Mache ich was nicht richtig? Denn ich bin nicht fehlerfrei. Schreibt es gerne in die Kommentare und ich gehe gerne, gerne drauf ein. Nutze jeden Hinweis, den ich bekommen kann und jeden Verbesserungswunsch und vor allen Dingen das, was ich irgendwie gar nicht beachte, denn das Spiel ist sehr, sehr umfangreich geworden. Es gibt viele Dinge zu beachten und vielleicht achten wir nicht auf alles. Insofern habe ich Bock drauf, mit euch dieses Spiel gemeinsam zu spielen. Ich darf gerne anregen, in die Kommentare zu tackern, was euch auffällt. Wir werden in dieser Woche, ihr seht den Wochenstart hier zum 10.07.23, ein Testspiel haben gegen den FC Rot-Weiß Koblenz. Der HSV natürlich favorisiert. Ein Heimspiel bei knackigen 25 Grad im Volksparkstadion. Ich freue mich drauf. Wir werden das Offensivspiel trainieren in dieser zweiten Trainingswoche. In der ersten Woche haben wir ja die Kondition und die Fitness gepumpt. Und insofern geht es jetzt um die Abläufe in Richtung gegnerisches Tor. Lasst uns loslegen. Zweite Folge We Are Football 2024. Nur der HSV. Willkommen bei Let's Blinter. Los geht's. Und mir ist nochmal, nachdem wir in der ersten Folge über die Stützen unserer Mannschaft gesprochen haben, wirklich wichtig, nochmal in Ruhe auf den Kader zu gucken, was wir denn an Spielermaterial haben. Vor allen Dingen für die, die den HSV nicht in- und auswendig kennen. Dazu gehöre ich im Übrigen natürlich selbst, denn ich bin, wie ihr wisst, Dortmund-Fan und insofern gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Es fällt zunächst auf, wer ist denn der Kollege Nemeth vorne drin im Sturm, der hier notentechnisch ein Stück weit abfällt. Ja, das ist nicht unser Stürmer Nummer 1, denn Robert Glatzel fällt momentan aus. Ihr seht es hier unten mit Adduktorenbeschwerden. Die Prognose ist, dass er noch einen Tag fehlt. Alles gut. Insofern würde ich ihn tatsächlich schon hier reinnehmen. Kann ich aber gar nicht. Wenn verletzt, ist er nicht auswählbar. Das ist ganz gut zu wissen, auch für das Spiel und für sich, für euch. Ansonsten haben wir keinen originären Stürmer im Kader der ersten Mannschaft, wenn ich das richtig sehe. Und was auf den ersten Blick auch ziemlich zügig auffällt, ist, dass der Unterschied der Stärke zwischen erster Elf und der Bank doch nicht unerheblich ist. Nun stellt sich die Frage, welches Potenzial dahinter steckt. Beispielsweise haben wir hier, den habe ich schon in der ersten Folge zitiert, Emmanuel Ferrei, der ja schon in Dortmund gespielt hat in seiner Jugend. Den möchte ich entwickeln. Beispielsweise ist momentan bei einer 7,8. Ansonsten ist da ein bisschen was dazwischen. Die erste Elf, und zwar die beste Elf, nehmen wir schon mal Robert Glatzel mit rein. Das ist klar vorne im Sturm. Er wird gesetzt sein. Besteht aus Daniel Heuer-Fernandes im Tor. Miro Muheim links hinten. Vuškovic in der Innenverteidigung mit Sebastian Schon. Van der Bremt auf rechts, dann kommt Jonas Meffert im defensiven Mittelfeld. Übrigens, Ersetzung wäre Poreba. Den könnten wir noch ganz gut dort installieren. Frage ist auch, ob wir mit zwei Offensiven spielen. Das ist schon sehr, sehr offensiv ausgerichtet, wenn wir einen Reis und einen Benesch haben, die nach vorne denken. Wir gucken auf die Charaktere. Ein Reis ist ein Anführer, ein Benesch, und da gucken wir nochmal als ein Analytiker. Würde ich gerne noch sogar ein bisschen nach hinten ziehen, und ihr seht das. Zentrales Mittelfeld ist bei ihm auch tatsächlich als beste Position eingezeichnet. Und insofern könnten wir ihn hier etwas defensiver setzen. Ich habe die Thematik sehr, sehr oft auch im EA Sports Fußball Manager, dass ich nicht weiß, ob das Spiel ordentlich hinbekommt, hier zu sagen, wir haben einen defensiven, einen zentralen, einen offensiven. Ich werde das so antesten, auch vor dem Hintergrund, dass die Mannschaft natürlich bestmöglich aufgestellt sein soll. Dann haben wir eben Meffert defensiv, Benesch und Reis fürs zentral-offensive Mittelfeld. Vorne drin rechnen wir mit Glatzel, haben Nemeth als Ersatz. Darüber hinaus auf rechts außen Bakary Jatta und auf links Jean-Luc Dompé, der natürlich auch echt richtig gut ist. Was hat er an Skills? Er hat einen guten Antritt, Dribbling, Flanken, Freistöße, Schnelligkeit und spielt ganz gut alleine gegen den Torwart im 1 gegen 1. Übrigens Jatta auch, wenn ich das richtig sehe. Ja, so ist es. Das heißt, wir können über die Außen eigentlich richtig viel Zug und im Zweifelsfall auch gute 1 zu 1 Situationen kreieren. Das müssen wir für die Taktik irgendwie ein bisschen einplanen. Das ist die Mannschaft. Wer sitzt auf der Bank? Wir haben Matteo Raab im Tor, wir haben
einen sehr stabilen dritten Innenverteidiger mit Hansi Kadunic. Ferrei ist, wie gesagt, das Talent, was wir hier haben fürs offensive Mittelfeld. Er ist sehr polyvalent, spielt zentrales Mittelfeld und links außen kann er auch ran. Levin Öztunali, natürlich über jeden Zweifel erhaben. Der ist mittlerweile 27 Jahre alt. Das geht sogar noch, wie ich finde. Einer für die Außen und zwar flexibel einsetzbar. Das heißt, wenn Jatta oder Dompe mal ausfallen, ist er natürlich die erste Wahl. Ambrosius für die Innenverteidigung. Ich gucke gerade, ja, ich würde mir das sofort mal nach Positionen hier sortieren, damit ich da auch entsprechend schnell reagieren kann. Wir haben Poreba, den hatten wir eben schon fürs Mittelfeld genannt. Ransford Königsdörfer, unser nächster Stürmer für die Außenbahn. Ganz, ganz wichtig. Und insofern können wir da auch gut rotieren bei den Spielen, die wir haben werden. Wenn mal einer ein bisschen frische technisch am, ich sag mal, abkratzen ist, haben wir zwei, die wirklich auf beiden Außenpositionen spielen können. Interessant, auch Jatta und Dompe können sowohl als auch. Wenn ich die jetzt also gegeneinander tausche, haben wir zwar ein bisschen was an Einbußen, was die Stärke anbelangt, aber wir sind gut flexibel da vorne drin. Das gefällt mir richtig gut. Wir sehen Kran im defensiven Mittelfeld, der fällt ein gutes Stück stärketechnisch ab. Das ist deutlich. Die Frage ist, ob wir hier jemanden wie Suhonen oder Moritz Heier mitnehmen. Interessante Position, spielt am liebsten rechts außen, hinten oder aber im defensiven Mittelfeld und ist ein Anführer, 28 Jahre alt, würde ich hier mal gegen Kran austauschen und dann entsprechend auch auf seine Position in der Bank switchen. Außerdem gerade noch gewechselt, Omar Abdel Megued habe ich rausgenommen hier, der offensives Mittelfeldakteur, 17 Jahre jung, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Für ihn mit jetzt auf der Bank ist Guillaume Ramos, der ja auch relativ stark ist. Es fällt allerdings auf, damit haben wir 5 Innenverteidiger unter den ersten 20, wie es so schön heißt. Und was mir ein bisschen fehlt, ist ein verheißungsvoller dritter Stürmer, weil Nemeth schön und gut, Glatzel natürlich über jeden Zweifel erhaben. Ich hätte gern noch eine Zwischenstufe, die ich mit reinbringen kann. Auf den Außen sind wir sehr gut besetzt und insofern ist die Frage, ob wir uns umschauen nach einem dritten Stürmer. In der zweiten Mannschaft, ihr seht das, da ist nicht sonderlich viel. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da hätte ich gern noch ein paar stärkere Spieler. Das Beste, was wir da haben, ist ein Tom Sanne mit seinen 4,9. 19 Jahre jung, klar. Super Joker, interessanterweise, ein Analytiker. Ob der für die erste Mannschaft allerdings reicht, schwierig. Und dann stellt sich wirklich die Frage, müssen wir auf dem Transfermarkt oder auf dem Bereich des Scoutings irgendwie aktiv werden? Und so schauen wir natürlich auf unseren Scouting-Bereich. Und ich habe mal ein bisschen eingegrenzt, der Marktwert bis zu 2 Millionen. Ein Stürmer, ansonsten ist mir erstmal alles egal. Wir suchen Spieler mit auslaufenden Verträgen. Dann ist die Verhandlung mutmaßlich nicht so kompliziert wie mit jemandem, der noch 5 Jahre unter Vertrag steht. Das ist natürlich klar. Und da sind ein paar interessante Namen dabei, kommen aber gleich auch automatisch zu einem Problem. Wir haben hier einen Uja, einen Terodde, einen Max Kruse, Ruben Hennings, Terence Boyd und so weiter und so fort. Aber ich will nicht noch einen Anführer haben. Ich suche einen anderen Charakter, um die Mannschaft etwas ausgeglichener zu gestalten. Und insofern ist Luca Schuler mit seinen 24 Jahren jemand, den ich scouten möchte. Ein Teamspieler, gut in Sachen Geschwindigkeit und im Torriecherbereich. Den scouten wir durch, Marktwert von 1 Million und vor allen Dingen noch nicht allzu alt. Die Frage ist ja, was wollen wir mit einem zweiten oder dritten Stürmer, wenn wir da uns jetzt einen 35-jährigen Max Kruse holen, der übrigens auch Anführer ist, das nur nebenbei, dann wäre die Sache natürlich relativ klar, das ist wirklich nur noch einer für eine oder höchstens 2 Saisons. Insofern lasse ich davon mal etwas Abstand. Wir könnten Patrick Hopsch hier von der SPVG Unterhaching uns scouten, bin ich aber nicht so der Fan von. Frage ist, Dixon Abiyama von Greuther Fürth wäre auch eine Option. Und ich finde, wir können ja hier unten, ihr seht das, 6 Spieler sind maximal scoutbar, entsprechend möglich. Wir nehmen uns noch den Kollegen Abiyama mit rein. Und dann schauen wir, dass wir noch jemanden scouten, um im Zweifelsfall im Anschluss einigermaßen solide aufgestellt zu sein, um eine Entscheidung zu treffen. Ich würde gerne Nick Woltemade von Werder Bremen scouten, aber der hat die Problematik für mich wohlgemerkt mit dem Anführertum. Insofern geht die Wahl woanders hin. Die Wahl ist sehr kreativ, aber wir scouten Ibrahim Maser, 17 Jahre von Hertha BSC Berlin. Das ist für mich ein verheißungsvolles Talent. Wir wissen natürlich noch nicht viel über ihn. Er ist ein Künstler, insofern mit einem kreativen Moment möglicherweise.
Wir sehen, dass er gut im Dribbling ist. Wir sehen, dass er eine gute Technik hat, Freistöße, also auch Standards treten kann und gut Volleys abnimmt. Ansonsten wissen wir nur sehr wenig über ihn. Das ist riskant, das sagt auch schon der Status hier oben im Bild. Also werden wir den Kollegen Maser auch noch scouten. Und dann bin ich gespannt, ob von den dreien es jemand potenziell werden könnte, den wir hier noch mit reinnehmen. Gescoutet sind die angeblich hier schon. Das dürfte aber jetzt noch eine kleine Zeit dauern, denn wir wissen noch nicht mal das Talent. Insofern warten wir ab und das also zu einem potenziellen weiteren Stürmer für unseren HSV. Ja, und krass, sehe ich gerade übrigens im Nachgang tatsächlich in der Zentrale bei was ist gut und was ist schlecht. Unsere schwächste Position wird hier auch so festgehalten, sind die Stürmer. Die Position ist derzeit so schwach besetzt, dass sie sofort handeln sollten. Im schlimmsten Fall müssen sie ihr Spielsystem ändern. Das ist eine Schwäche und keine Warnung, insofern könnten wir es auch ignorieren, aber ich finde auch, dass da entsprechend Nachholbedarf ist. Wir haben gesehen, oder wir sehen hier, Stefan Ambrosius lernt eine Fähigkeit, die nicht zu seiner aktuellen Hauptposition passt. Habe ich mir auch angeschaut, nur dass ihr mal wisst, was ich Offscreen so mache, gehen auf den Trainingsfortschritt und der lernte tatsächlich, jetzt muss ich kurz gucken, Dribbling. Das habe ich schon umgestellt. Wichtigkeit für den Innenverteidiger, ihr seht, das liegt bei 0% und insofern war das natürlich komplett falsch. Ich werde die Spieler jetzt gleich offscreen noch einzeln durchgehen, nicht, dass da irgendein Quatsch bei rumkommt. Er trainiert momentan und zuvörderst natürlich das starke Kopfballspiel, geht hier für die Wichtigkeit des Innenverteidigers auf 100%, keine Frage. Ein gesunder Kopfball ist hinten drin elementar. Lange Pässe wollen wir mit ihnen sehen, insofern nehmen wir das noch mit rein, 75%ige Wichtigkeit und die Schnelligkeit lernt er auch noch dazu, er ist noch 24 Jahre, da haben wir noch ein bisschen Spritzigkeit und werden das entsprechend hier für ihn als nächstes dann rauskristallisieren. Tom Mickel scheint für 60.000 Euro tatsächlich zu Morense FC zu gehen, Antonio Costa verhandelt mit uns und wir haben von 50 auf 60.000 immerhin das Ganze anheben können, das ist ganz ordentlich, guter unterklassiger Keeper, wir werden ihn an der Stelle los, haben aber natürlich noch Ersatz auf der Torhüterposition. Wir hatten gerade einen Sichtungstag am 11.07., dem Dienstag, und wir haben einen zusätzlichen Großsponsor. Sie haben einen neuen Großsponsor gewonnen, der bisher im Budget nicht berücksichtigt war. Sie erhalten 27.500 Euro zusätzlich. Herzlichen Dank dafür. Wir gehen mit vollen Schritten auf ein Freundschaftsspiel gegen FC Rot-Weiß Koblenz. 37.000 Zuschauer sind angesagt. Wir sehen hier die Ergebnisse der Qualifikationsrunde in der Champions League. Aber wir wollen jetzt in dieser zweiten Folge natürlich auch ins erste eigene Spiel eintreten. Und insofern lasst uns vorwärts gehen zur taktischen Marschroute für dieses Freundschaftsspiel. Die Aufstellung hat hier definitiv der Co-Trainer vorgenommen. Der schickt hier Emanuel Ferrei offensiv ins Feld. Da bin ich nicht mit einverstanden, denn Glatzel ist wieder fit und insofern wechseln wir das Ganze durch. Und vor allen Dingen wurde meine Sortierung hier wieder durcheinander geschmissen. Das muss ich mir noch standardisieren, dass das nicht die ganze Zeit passiert. Und vermutlich war das, weil hier oben, hier unten automatische Häkchen gesetzt waren. Bei Co-Trainer macht die komplette Aufstellung und der Co-Trainer besetzt die Bank. Nein, nein, das machen wir selbst. Ich stelle das alles ein. Wir gehen sicherlich mit einer starken Elf hier ins erste Testspiel und wechseln dann sehr, sehr viel durch, so wie es sich für eine Vorbereitungsphase sicherlich gebührt. So, und jetzt gucken wir mal unsere taktische Ausrichtung an. Vor allen Dingen, was wir demnächst noch trainieren müssen. Wir gehen auf sehr offensiv, auch im Testspiel gegen einen unterklassigen Gegner möchte ich es hier nicht übertreiben. Pressing-technisch bleiben wir bei variabel. Wir könnten das Ganze jetzt natürlich sehr hartnäckig ansetzen oder zumindest periodisch, aber das Pressing ist noch gar nicht so gut. Das Gegenpressing funktioniert hingegen schon besser. Insofern möchte ich da sagen, mindestens regelmäßig, es noch nicht übertreiben. Flankentechnisch noch sehr schwach, besondere Ecken in den Rückraum sind wir einigermaßen stark. Ansonsten sieht das taktisch noch sehr durchwachsen aus und wir müssen da definitiv ran im Training. Sehen wir hier klar als Faktor. Unsere Spielphilosophie misst sich nach unseren Fähigkeiten und die sind einfach am besten beim Angriffsfußball mit kurzen Pässen. Der Aufwand geht noch. Bei der Spielweise geht es mit vielen schnellen Pässen immer direkt nach vorne. Abschlüsse stehen im Vordergrund, kombinationssichere Spieler und schnelle Stürmer, die nicht lange fackeln, sind gefragt. Ballverluste im Aufbau müssen unbedingt vermieden werden. Das ist unsere Herangehensweise, natürlich auch gegen Rot-Weiß Koblenz. Und dann wollen wir mal rein in die Partie. Und dann auch vor allen Dingen in den 3D-Modus. Ich habe so Bock drauf. Und damit herzlich willkommen im Spiel HSV gegen Rot-Weiß Koblenz. Spiel ist angepfiffen, ich habe kurz pausiert. Wir machen uns nochmal einen Überblick hier, vor allen Dingen was die 3D-Match-Optionen anbelangt. Super spannend soll der Modus Chancenflackern sein. Ich werde mir das offscreen angucken und euch eventuell da demnächst noch was zu zeigen. Wir gehen heute mit den langen Szenen
Und wollen natürlich viel sehen. Tempo sehr, sehr schnell, Szenengeschwindigkeit normal und die Anzeigedauer für Infoboxen habe ich ausgeschaltet. Insofern sehen wir ein flüssiges Spiel vermutlich heute gegen Koblenz. Für die Fans ein erster Test und damit rein in diese Partie. Darüber hinaus hoffe ich, dass die Anzeige bzw. die Lautstärke im Spiel einigermaßen verträglich ist. Da der erste Angriff über Glatzel. Meffert ist durch. Oh, der setzt den knapp daneben. 20 Minuten rum, wir haben noch keine gute Chance gesehen, nur die eine am Anfang, reißt hier auf der Außen, Muheim tankt sich außen durch, bringt die Flanke auf Glatzel, der setzt den auch daneben, einen guten Meter, schade, wäre ein gutes 1:0 gewesen, natürlich Glatzel hier sofort mit dem Kopfball entsprechend zu etablieren, aber der nächste Angriff rollt, jetzt kommen wir so langsam rein, Benesch hier an der Strafraumkante mit einem satten Schuss und der Keeper hält Maximilian Grote. Die kommt noch, bevor ich das Spiel anhalte. Muheim auf Schonlau und der macht das Tor. Schöne Kopfballverlängerung hier zum 1:0 mit dem Kopf. Ein Standard bringt die Führung. Hochinteressant. Übrigens bin ich noch am Experimentieren mit der Lautstärke. Viele hatten auch geschrieben, dass beim Tor das Spiel extrem laut wird. Ich werde mir das nach der Aufnahme anhören und gelobe im schlimmsten Fall Besserungen für die Liga. Aber jetzt hier das 1:0 nach einem Standard natürlich erstmal super. Schon laut der Torschütze, Vorlage von Muheim. Sehr, sehr interessant hier natürlich, dass unsere Verteidiger sehr, sehr gut in den Standards vorne zu agieren scheinen. Konter für Rot-Weiß Koblenz in der 34. Erdschan hier durchs Mittelfeld. Ein langer Ball vorne rein. Borger scheint durch. Azare. Boah, da wäre fast das 1:1 gewesen. Da heißt es wach sein für die Mannschaft. Dann ist gleich schon Halbzeit. Nicht allzu viele Chancen. 4:1. Aber dann noch ein Freistoß kurz vor der Pause von Laszlo Benesch. Und der bringt den scharf aufs Tor und es ist 2:0. Was sind das denn für Tore? Zwei Standards führen hier zu einer 2:0 Halbzeitführung für den HSV. Wahnsinn. Ah, das ist schon krass. 7 Wechsel sind möglich. Wir sehen das, gucken auf die Noten und sehen, offensiv ist das alles noch relativ durchwachsen. Ein Muheim spielt eine sehr gute Partie. Das gefällt mir natürlich. Aber wir werden jetzt durchwechseln. Glatzel, frische technischen Thema, war ja auch verletzt. Insofern gehen wir tatsächlich mit Nemeth vorne drin. Wir bringen Königsdörfer, der rechtsaußen originär spielt. Levin Öztunali drängt sich übrigens auf, aufgrund guter Trainingsleistung. Kommt natürlich auch rein. Und dann nehmen wir auch noch Hansi Kadunic rein, dessen Namen ich sicherlich zwischendurch falsch ausspreche. Ihr seht es mir nach. Wir sehen, dass in der Innenverteidigung Schonlau ein gutes Spiel macht. Ich würde deswegen Vuškovic hier mal rausnehmen wollen. Haben aber auch noch die Möglichkeit, weiter zu wechseln. Mit dem 2:0 bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. 3 Wechsel haben wir noch. Und ich sage hier im Einsatz, wir gehen das Spiel weiterhin konzentriert an. 2:0 zur Pause, rein in die zweite Halbzeit. Und ihr seht, es geht schon einigermaßen zügig. Also so ein Spiel fluppt dann doch und trotz 3D an sich schön durch. Langer Ball hinten raus vom neuen Innenverteidiger auf Van der Bremt. Öztunali, schöne Flanke rein. Und da ist Muheim und der macht das 3:0. Schöne Kombination, hinten gut aufgelöst mit einem langen Ball raus und dann schönes Kurzpassspiel, bevor die Flanke kommt und wir hier zum 3:0 netzen. Benesch auf Meffert, der spielt durch zu Königsdörfer, aber Grote hält den Ball. Nächste Ecke, die hat ja schon mal zu einem Tor gefühlt. Wie gut bleiben unsere Standards? Boah, Muheim knapp drüber. Ja, wobei, einen guten Meter. Die Fans sehen hier aber gute Chancen jetzt. Jetzt gefällt es mir so langsam. 8:1 Chancen. Ballbesitz nur in Anführungszeichen 60%. Könnten noch ein bisschen mehr sein. Aber die Koblenzer kommen. Borger am 16er. Oh, abseits von Erdjan. Steht er aber blank frei am 11er. Das darf eigentlich auch nicht sein. Taktisch eine Katastrophe. 60 Minuten rum. Eine Stunde ist gespielt. Benesch am 16er. Spielt raus. Auf Van der Bremt, den rechts außen. Königsdörfer wieder vorm Tor. Oh, und er macht den nicht rein. Grote lenkt den noch zur Ecke ab. Eckball kommt, Reis bringt den rein. Das Muheim. Boah, und Hansi Kadunic auf Grote. Schade, wenn er den in die Ecke drückt, steht es hier 4:0. Konter für den HSV, danach wechseln wir ein weiteres Mal. Schön durch die Mitte, da ist viel Platz für Benesch. Benesch kann es alleine machen. Und der setzt den rein zum 4:0. Ein schönes Kontertor. Und das zweite für Benesch heute. Macht ein richtig gutes Spiel in meinen Augen. Ja, und wir sehen es auch. Note 1,5. Richtig stark.
Ungeachtet dessen wechseln wir. Schön übrigens hier, dass die ausgewechselten Spieler nicht mehr zu sehen sind. Man kann sich wirklich auf das konzentrieren, was noch zur Verfügung steht. Wir wechseln Schonlau aus und bringen Ramos hinten drin und haben noch zwei Wechsel. Poreba für Meffert im defensiven Mittelfeld und dann rechts außen Haier noch für Van der Bremt, der das ganz gut gemacht hat. 2,5. Reis, Benesch, Muheim und Heuer Fernandes spielen hier heute durch. Und ich liebe es, wie flott das Spiel dann letzten Endes auch durchläuft. Wir sind schon eine gute Stunde durch. Jetzt nochmal ein Angriff über Königsdörfer. Rechts zieht er in die Mitte. Was macht er draus? Oh, der schießt direkt. Er geht allerdings 3,5 Meter drüber. Ransford Yeboah Königsdörfer. Einer der geilsten Namen dieses Let's Plays. Da lege ich mich bis jetzt und schon jetzt fest. 2 gelbe Karten für Koblenz. Da unter anderem Ercan und Faradji. Schon verwarnt. Angriff 75. Minute. Levin Öztunali, der drängt sich hier auf. Was macht er auf den Außen? Spielt einen schönen Ball vorne rein. Das ist Königsdörfer. Und wir dürfen ihn fragen, ob er eventuell seine Torschussgenauigkeit trainieren möchte. Setzt die Dinger regelmäßig drüber, gucke ich mir natürlich auch nochmal an. Noch ein Freistoß. Benesch immer noch auf dem Platz. Oh, der legt quer für Poreba. Oh, der schießt knapp unten vorbei. Schöne Kombination hier. Nicht direkt draufgezogen. Aber ihr seht, auch da nochmal in dem Zusammenhang, das sieht schon alles sehr nach Fußball aus, was die hier zurechtgebaut haben im 3D-Modus. Winning Streak Games, der Entwickler. Königsdörfer rechts vorm Tor. Was macht er diesmal? Legt zurück, aufreißt und der findet noch Nemeth und der macht das Tor. Oh, da dürfen wir Tiki-Taka im 16er spielen, der Koblenzer. Und dann noch ein Angriff in der 89. Wir lassen es austrudeln. Gießen hier vorne rein. Kubaschian. Oh, ist das ein Foul? Was macht der Schiri? Jo. Oh. Hansi Gadunic foult hier den Koblenzer und es gibt in der 89. nochmal einen Elfmeter. Möglichkeit für Heuer Fernandes, sich hier besonders auszuzeichnen. Obermeier tritt an gegen Fernandes. Und er schickt ihn in die falsche Ecke. 5:1 und damit vermutlich auch der Endstand. Prognostiziere ich jetzt hier einfach mal. Und dann ist Schluss. Wir gewinnen unser Testspiel 5:1 und das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis erstmal für uns. Und wir sehen den Teamfortschritt diese Woche nach dem Sieg und vor allen Dingen gefällt mir hier ganz unten Angriffe über die Außen und durch die Mitte geben einen signifikanten Boost. Und da seht ihr, dass das Training des Offensivspiels sich entsprechend auf die taktische Konstellation hier gut auswirkt. Wir haben Konter nun ein bisschen besser im Griff, müssen aber noch viel dafür tun. Unser Problem wird in dieser zweiten Liga sein, dass es bald losgeht. Und vor allen Dingen losgeht gegen Schalke 04. Leichter wird es also auf keinen Fall mehr als gegen Rot-Weiß Koblenz gewinnen das Testspiel. Vor eigenen Fans hier ganz, ganz deutlich mit 5:1. Boah, und Yeboah Königsdörfer holt sich eine Gehirnerschütterung im Training ab. 21 Tage ist er raus. Das ist die erste schwerwiegende Verletzung für uns. Schlechter Abschluss dieser Trainingswoche. Sehr, sehr bitter für ihn natürlich. Aus der Kategorie hat man so auch nicht häufig gesehen. Marco Reus wechselt von Dortmund zu Ajax Amsterdam. Thomas Meunier wechselt zu Leipzig. Die Dortmunder haben hier den Ausverkauf. Kölner holen sich Stefano Sensi. Das ist ja ein interessanter Transfer. Boah, das ist natürlich sehr, sehr stark für die Kölner. Bremen holt sich Marzen von Chelsea per Laie. Ganz interessant. Hätte ich auch zuschlagen können, Fragezeichen. Weiß man nicht. Für die zweite Liga ist es vielleicht dann etwas zu wenig. Aber Zieler wechselt beispielsweise auch. Und der steht möglicherweise bei den Schalkern bald im Tor. Am ersten Spieltag gegen den HSV. Und wäre ich hier plane und in der Woche denke, wir müssten mal so ein bisschen Bandenwerbungssuche betreiben weiterhin, weil sie sind noch nicht alle verkauft, thront hier hinten am Sonntag schon tatsächlich der erste Spieltag der zweiten Bundesliga. Ich habe es schon mehrfach gesagt, es geht sofort gegen den FC Schalke 04. Teil der nächsten Folge, das wird richtig knackig und ich bin sehr gespannt, wie wir uns schlagen werden. Wie gut die Schalker in die Saison starten können, was die für eine Vorbereitung hatten, das werden wir alles sehen in der nächsten Folge. Aber das wartet hier definitiv auf uns und es thront, wie gesagt, über dieser Woche, die wir trotz des Spiels gegen Schalke nochmal mit einem schönen Fitness-Input belegen werden. Das heißt, wir gehen das Risiko ein, dass die Mannschaft zum ersten Spieltag nicht ganz frisch ist, aber konditionell auf der Höhe. Das ist mutig, aber wir brauchen diese Kondition und wir haben keine Zeit. Wir haben wirklich keine Zeit, uns vorzubereiten. Samstags steht dann schon das Tapering, wie es so schön heißt. Ihr seht das hier gegen oder für das Spiel gegen Schalke 04 an. Aber die nächste Woche, sie wird nochmal voll
vollgepumpt sein mit HIIT, Ausdauerläufen, Umschaltspiel-Dingen, Trainingsspielen, Sechsfelder-Schach und so weiter und so fort. Da wird die Mannschaft nochmal richtig hart rangenommen. Und dann hoffe ich, dass wir gut gewappnet sind für den ersten Spieltag und die zweite Bundesliga. Zum Abschluss der Folge möchte ich euch noch sagen, dass wir außerdem links außen noch scouten. Linus Rosenlöcher, 22 Jahre jung, spielt bei Erzgebirge Auge. Ist kein Kind von Traurigkeit, aber ganz, ganz wichtig, ein Teamspieler möchte ich gerne dabei haben, weil er Ersatz sein soll oder potenziell jemand, der von hinten drückt auf der Linksaußenposition. Als Reservist, da haben wir eine Schwachstelle, da fehlt uns auch noch jemand. Insofern Vertragsdauer übrigens bis 2024. Wir könnten auch gucken, ob jemand wie Gil Bueno vom BVB hier potenziell zur Verfügung steht. Den scoute ich auch noch. Auch ein Teamspieler, 20 Jahre jung, sicherlich Potenzial. Insofern da noch den Scout-Fokus rein, damit wir links hinten noch einen Ersatz bekommen. Gucken uns das nochmal an, denn wir haben, wenn wir es nach der Hauptposition sortieren, mit Muheim hier wirklich ausschließlich einen Linksaußenverteidiger. Nicht mal auf der Nebenposition sind wir da abgedeckt. Wenn er ausfällt, hätten wir wahrlich ein Problem. Wir können uns das hier mal gerade angucken, wenn wir zum Beispiel Ramos reinsetzen würden für Muheim. Das sieht dann schon sehr durchwachsen aus. Insofern, da müssen wir nochmal ran. Die Mannschaft wird sich also noch ein bisschen umgestalten. Vielleicht verlässt uns auch noch jemand. Aber ganz, ganz wichtig, nächstes Wochenende geht es los. Wir starten in die Liga. Wir starten gegen Schalke 04. Ihr seht das hier unten schon. Gucken uns den Kader und den Verein gerade nochmal an. Und nach der Stärke sortiert warten hier Leute auf uns, wie eben jetzt Neuron Robert Zieler, Leroy Fair. Wer ist der? Moment, wo kommt er denn her? Wo haben die den denn geholt? Oh, ganz frisch von Alanya Spor. Das ist ein guter defensiver Mittelfeldakteur. Nebenposition Innenverteidigung, der wird sicherlich auch spielen und uns Sorgen bereiten. Marius Müller, Simon Terodde, Kenan Karaman, Thomas Ovejan. Da sind schon ein paar Jungs dabei. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Übrigens, ein gewisser Assan Ouedraogo, den könnten wir doch auch mal scouten, Fragezeichen. Mit seinen 17 Jahren immer für potenzielle Star-Allüren zu haben. Bin gespannt, ist ein Künstler. Nehme ich auch noch mit rein und auf Schalke warten wir in der nächsten Folge. Vielen Dank für euer Zuschauen. Zweite Folge ist durch. Erstes 3D-Spiel ist gespielt. Hatte richtig Spaß. Und ihr seht, man kommt dann auch relativ flott voran. Das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, wenn es in die Saison geht. Wir wollen die ersten Punkte gegen Schalke 04. Macht's gut, euer Let's Blinter. Ciao, ciao.